Ole, das habe ich aufgenommen, ne? Ist ja klar, das kommt mit rein, ne? Ja, das schönste Singen verpasst ihr. Ja. Dann, wenn man gerade mal nicht. Nein, wir verlieren die Skate Challenge. Warum sind wir hinten noch da? Ja! 1:5, was ist das? Boah! Ach, das. Das ist tatsächlich ein Event, was man machen kann, okay. Zu spät leider. So, Herr Steingipfel kann nun hier da vorne. Achso, ich brauche ja keinen Schrott mehr schmeißen. Ich hab ja 50 Mal. Okay. Panzer fährt weiter. Ich bevorzuge eine direkte Herangehensweise. Hier war auch nochmal hochgehen, ne? Ja, ja, über die Brücke hier am besten oben rüber oder gerade durch. Einfach da, wo Olli längst läuft. Wir könnten einen Nachschub-Einsatz brauchen. Komme ich denn über die Brücke jetzt hier weiter? Jetzt bin ich hier über die Brücke gelaufen. Hier weiß ich auch noch nicht welche. Da müsst ihr ja, über auf diesen Steg überfliegen, genau da hin. Und dann noch? Und dann weiter hochhüpfen, geradeaus, also Richtung, Richtung Boss quasi. Da bin ich letztes Mal runter gefallen. Ich habe den Feind im Blick, Scharfschützen zu meiner Position. Also. Ah, das ist das, der Weg, wo... Da oben ist sie, glaube ich, ne? Ja. Ach da, ja. Hier war ja das Buch. Ja. Also ihr müsst oben diese mit dem Bubble jetzt weg, ja. Weil die legen die ganze Zeit Felder hin. So, da sind noch welche. Und bleiben! Das hat sie aber richtig geärgert. Ranoa, mit dem Weg zur Mauer! Wisst ihr, wie schwer es ist, dieses Ding zu steuern? Das reicht. Bringt mir, was ihr habt. So. Ich komme ja noch einige. Ein Feind weniger.
Das ist ja richtig Damage, wenn die komische Bubble nicht da ist, ne? Ja. Ja. Ja, und wenn die Bosse härter sind, dann machen die auch deutlich mehr Schaden. Dann müssen diese Felder da oben relativ zügig weggemacht werden, sonst ist der Schaden am Boden einfach droppt die Leute weg. Mehr Feinde. Ich gebe euch Deckung. Ja, komm da ja. Reicht das? Das hat gesessen, jede Wette. Noch mehr Feinde da. Lucky, hast du die Erfolge schon? Ja, ich glaube. Also diese mit Challenge sozusagen. Nee. Ach so, okay. Aber hier die normalen, die habe ich. Macht schon auf, so wieder auf ist. Also hier am Panzer sind jetzt noch ein paar. Die muss man noch schnell machen. Ja. So, Panzer fährt weiter. Jupp. Habt ihr alle Munition aufgesammelt schon? Ja, rappelvoll. Mhm. Okay. Mehr brauchst du meine Unterbüchse nicht rein. Rechts immer schön sehen, dass der Panzer, dass diese Schilde hochgedrückt werden, dass man auf diese Rittdinger geht. Also erst wenn die aufleuchten, vorher braucht man dann. Ja. Und aber hier kann ja ein Portal auf. Noch. Ja. Unser ist auf der Seite kaputt. Ist das kaputt? Total. Das ist total. Ja. Ja. Schau, Portal hin. Hinter dem Panzer ist ein Portal. Was macht ihr denn da mit eurem Verbinden? Was? Ja, eben hat irgendeiner da versucht zu ziehen. Das geht aber nicht. Jetzt, wenn der Timer läuft, jetzt läuft der Timer. Er fährt jetzt noch eine Runde, dann müssen alle rein. Jetzt einsteigen. Dauerfeuer! So dachte ich mir das! Wo ist die Verstärkung? Sie sollte längst hier sein! Ja. Sieht aus, als wären wir auf uns. Fast in einem Zug. Rekruten, haltet die ja, Stellung. Ein Zug. Das hat man nicht gern. Kümmert euch um diese Portale! Hm.
an Moon denken. Auf der anderen Seite ist das Portal. Scheiße. Oh, jetzt kommt gleich Druck. Ah, ne, ich bin kaputt. Komm, lass dich schneller sterben. Du hast gleich hier den Panzer. Ja, 5 Sekunden. Rekruten, mach das Ding mit den Harpunen nieder! 103. Wer keine Moon hat, einfach aussteigen und direkt einfach Schaden auf den fahren. Jupp. Jo. Das ging doch. Schätze, das Feuersignal hätten wir doch nicht gebraucht. Klare Sache, wenn ihr mich fragt. Alle wohl auf! Es ist alles noch dran. Und der Loot ist auch gar nicht so übel. Nö, das geht eigentlich. Ja. Ja, sehr schön. Imperator Todbringer! Augen geradeaus! Rühren, Soldaten! Centurio Stahlfänger, wir hatten den Panzer am Biora-Pass erwartet. Komplikationen wegen des Sturms, Herr Imperator. Wir mussten einen Umweg nehmen. Wenn ihr alles unter Kontrolle hattet, weshalb dann das Notsignal? Fehleinschätzung, Herr Imperator. Verstehe. Der Sturm hat uns ziemlich zu schaffen gemacht. Also werden Centurio Stahlfänger und ich eine. Ah! Scheiße, oh, heute ist nicht mein Tag. Halt. Wieso? Ich kann euch Waffen liefern, Centurio. Ah, jetzt habe ich goldene Sachen verkauft, da. Was ich eigentlich tun wollte. Ah, wie viel habe ich jetzt? 114. Okay. So, dann können wir eigentlich hier schon wieder raus, ne? Oder gibt's hier noch was? Nö, nö, also du kannst mal gucken, wenn du irgendeinen von denen noch ansprichst, ob du irgendeine Waffengeschichte freigeschaltet hast. Aber das wär's nicht. Nee, das sind eigentlich das Gleiche, was in der Story auch schon war. Ja, nee, das ist so, wenn du das erste Mal so eine Truhe, jedes Mal, wenn du einmal in der Woche so diese Truhe da im Auge des Nordens aufmachst, kriegst du auch ein Waffenskin. Okay. Von dem Stahltruck hier. Da ist dann eine Sammlung dabei, dass du noch mehr Skins, noch toller wärst irgendwie. Und da zum Beispiel einmal muss man hier den Baller-Typ nochmal anschnacken und so. Okay. Das habt ihr gut gemacht da draußen. Aber das war's dann auch. Also ansonsten kann man hier raus. Sollte man jetzt hier nicht im Auge des Nordens auch die alten Storys nochmal spielen können? Ja, kann man. Wenn du die Karten besucht hast und dir den freischalten hast, dann ja. Genau. Boah, okay. Die musst du ja aufschnacken lassen, Mensch. Oh. Was? Aufschnacken lassen? Ja, die. Hä? Die Leute, die hier stehen im Kreis. Ich hatte gerade ein Skin freigeschalten bekommen durch einen Gelaber. Ja. Diesen hier. Genau. Zum Beispiel. Genau das Gewehr.
Wer ist am Cap? Ah, wählt einen Gang zur Orwins Vision der Vergangenheit? Nee, das ist das. Ups, was habe ich jetzt gewählt? So, ihr Lieben. Ah. Jetzt aber gleich mal langsam zu Bett. Okay. Ich komme schon seit heute Morgen um 5 in Gang. Okay. Dann machen, sagen wir hier vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.